Wir beschäftigen uns nun mit dem Thema soziale Marktwirtschaft und Sozialstaat. Das ist ein Thema, was in Deutschland von Anfang an sehr prominent behandelt wurde unter dem ersten Kanzler Konrad Adenauer und seinem Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Man muss dazu wissen, dass das Grundgesetz keine Wirtschaftsverfassung vorschreibt im strengen Sinne, das aber natürlich durch ein Staatsstrukturprinzip wie das republikanische eine Gemeinwohlorientierung vorgeschrieben ist. Es gibt im Grundgesetz eine gewisse konzeptionelle Unsicherheit, die aber behoben wird durch verschiedene Artikel schon zu Beginn des Grundgesetzes. Artikel 1, Absatz 1 spricht davon, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Es werden bestimmte Freiheitsrechte gewährt, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit, Berufsfreiheit, Garantie des Eigentums und all diese Freiheiten sind mit einer Planwirtschaft, wie man sie aus der DDR kannte, beispielsweise nicht vereinbar. Was bedeutet soziale Marktwirtschaft jetzt konkret? Also man muss sagen, dass es zweierlei bedeutet. Erstens eine ganz klare Absage an die sogenannte Zentralverwaltungswirtschaft, wiederum Beispiel Deutsche Demokratische Republik, aber auch eine Absage an einen sogenannten Manchester-Kapitalismus oder Laissez-faire-Liberalismus, in dem Wettbewerb zum obersten Prinzip erhoben wird. Das soziale Staatsziel ist also im Grundgesetz verankert. Leitlinien sind hier beispielsweise Schutz gegen materielle Verelendung, Versicherung gegen Einkommensausfall im Alter, durch Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, Kompensation für Schädigungen aller Art, Hilfe zur Selbsthilfe, soziale Dienstleistungen, aber auch die Fürsorge für Bedürftige. Das bedeutet jetzt insgesamt, dass den Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland eine menschenwürdige Existenz gewährleistet wird, dass die Freiheitsrechte, die durch das Grundgesetz gewährleistet werden, verfassungsrechtlich geschützt werden und eben durch Gerichte abgesichert werden können. Das bedeutet darüber hinaus, dass wir in der Bundesrepublik einen der aufwendigsten Sozialstaaten überhaupt haben weltweit. Das umfasst Renten, Sozialfürsorge, Lastenausgleich, Mietzuschüsse und so weiter.